Glaubenslicht. Ich bin aus dem Urlaub zurück und wieder zu Hause. Zu Hause zwischen Roßlar, Kelpra, Berger, Rosperwender, Sittendorf, Thürung und Uftrung in der Goldenen Aue. Wieder zu Hause nach dem Urlaub. Aber eigentlich ist es bei mir ambivalent mit dem Zuhause. Denn auch da, wo wir Urlaub gemacht haben, im Norden, am Meer, da bin ich zu Hause. Hier in Roßlar, da sind die, die ich lieb habe. Da steht mein Bett, da ist mein Garten. Klar, es ist zu Hause. Aber auch in Schleswig, wo meine Mutter wohnt, mein Bruder, wo ich aufgewachsen bin, da ist ja auch zu Hause. Und manches Zuhause in Schleswig fühlt sich viel heimatlicher an als hier. Hier in Roßlar, auch wenn ich schon 12, 13 Jahre hier lebe, bleibe ich immer ein bisschen die Fremde. Und wenn unsere Nachbarin auf Thüringer Platt was zu mir sagt, verstehe ich es nicht immer. Zuhause in Schleswig, das ist nicht mehr wirklich mein Zuhause. Und Zuhause in Roßlar, das ist es eigentlich auch nicht wirklich. So lebe ich damit, dass es das richtige Zuhause, von dem man sagt, ja, das ist die Heimat, gar nicht gibt. Es ist weder hier noch dort. Ich hänge irgendwie dazwischen. Und wenn ich mit Leuten rede in unseren Gemeinden, dann geht es ganz vielen so. Viele, die vor vielen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hierher gekommen sind, die sagen mir immer noch, nein, sie sind nicht von hier, sondern aus dem Sudetenland, aus Schlesien, aus Ostpreußen. Obwohl sie schon ein ganzes Leben hier verbracht haben und ihre Kinder und Enkelkinder hier ausgewachsen sind. Zu Hause? Das ist eine schwierige Frage. Mir hilft es manchmal, wenn ich mich in der Goldenen Aue nicht so ganz zu Hause fühle, dahin zu gehen, wo es heimatlich aussieht. So wie hier an die Kiesgrube. Da kann ich ein bisschen das Meer und die Weite des Nordens erahnen. Und hier an der Kiesgrube, da denke ich auch an Jesus, der das gekannt hat, dieses Gefühl, ein richtiges Zuhause, das gibt es nicht. Der Menschensohn hat keinen Platz, wo er seinen Kopf hinlegen kann, hat er gesagt. Der hat gewusst, wie das ist, zwischen den Stühlen zu hängen. Und hier an der Kiesgrube, da denke ich an noch etwas, was die Bibel uns gesagt hat, dass egal, wo wir sind, ob wir uns gerade heimatlich fühlen oder nicht, Gott immer bei uns ist. Denn die Bibel sagt uns, nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort Gott mit mir sein und seine rechte Hand mich halten. Also, ganz egal, ob Sie sich gerade heimatlich fühlen oder eher fremd, ob Sie irgendwie unsicher zwischen den Stühlen hängen, dann seien Sie gewiss, Gott ist bei Ihnen. In Roßlar, in Berger, in Kelpra oder am äußersten Meer, er ist da. Und wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie Gott zu uns kommt, dann kommen Sie am Sonntag in den Gottesdienst am Stausee. Amen.